Lieber Rainer, die Sommervorbereitung war sehr außergewöhnlich. Allerdings. Wie hat das Trainerteam, die Mannschaft und der Staffbereich diese Zeit genutzt, wo mehr Training als Wettkampf war? Ich denke mal, das hat sie relativ gut genutzt. Gerade in der ersten Phase wurde sehr viel auf Kraft Wert gelegt, auf Verletzungsvorbeuge, auf Reha-Maßnahmen. Das sieht es auch jetzt heute nach dem Spiel. Die Mannschaft hat bis auf einen Dauerverletzten, das aber eine andere Verletzung war, sich gut in die Reihe gebracht. Wir haben keine Verletzung aus der Vorbereitung, was in den letzten Jahren ein bisschen anders ausgesehen hat. Also von daher denke ich mal, hat diese andere Vorbereitungsphase der Mannschaft schon was gebracht. Wie das jetzt spielerisch aussehen wird, muss man einfach abwarten. Das war eine sehr, sehr lange Spielpause. Wir haben erst drei Vorbereitungsspiele. Da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich denke mal, zum Saisonstart nächste Woche wird die Mannschaft dann ein bisschen sich anders präsentieren und das eine oder andere, was heute noch gefehlt hat, umsetzen und auf die Platte bringen.